Hallo zusammen und willkommen zum Nanofrimo Tag 23. Ich bin erschreckenderweise immer noch bei 25.300 Worten. Also ich habe etwas aufgeholt, aber ich bin halt noch, ich glaube, ich muss jetzt jeden Tag 3.400 Worte schreiben oder so, um das noch zu schaffen. Ja, bleiben wir mal optimistisch. Aber ich möchte heute über Dialoge sprechen. Und es ist schon 17.49 Uhr, wir haben also nicht viel Zeit. Ich kann jetzt hier auch nicht so viel schneiden. 7 Tipps für bessere Dialoge. Hört sich irgendwie gut an. 7, eine magische Zahl. Erstens, Dialoge sollten nicht dazu benutzt werden, einmal schon Bekanntes vorzutragen oder so ganz viel Hintergrundinformation dem Leser unterzujubeln. Und natürlich wird man das gelegentlich machen und auch da nicht drum herum kommen, aber dann sollte man zumindest eine von diesen beiden Techniken anwenden. Also ich rede jetzt davon, zum Beispiel gibt es eine sehr komplizierte technische Erklärung, die dem Leser unbedingt noch mitgeteilt werden muss. Dann ist sowas Typisches, dass jemand an diesem Gerät steht und ich sag mal, dann kommt die Putzhilfe vorbei und dann wird dieser Putzhilfe kurz dieser Apparat erklärt, damit jetzt auch der Leser, der ja auch keine Ahnung hat, auch dieses technische Gerät gut verstehen kann. Gut ist es, wenn man dieses Hintergrundwissen beim Drehbuchschreiben gibt es einen Ausdruck, der heißt The Pope in the Pool. Ich weiß gar nicht, ob das ein fester Ausdruck ist. Ich glaube, ich habe den von Blake Snyder. Ich glaube, den gibt es aber auch sonst. Der Pope in the Pool, der Papst im Pool, ist ja irgendwie eine lustige Vorstellung. Und damit ist gemeint, dass gelegentlich in Filmen, und wenn ihr jetzt mal darauf achtet, wird euch das auffallen, wenn gerade sehr viel Hintergrundwissen vermittelt werden muss, wird das in irgendeiner lustigen Situation gemacht. Ja, der Papst, der dann so seine Runden schwimmt und am Pool stehen seine Begleiter und halten seine Klamotten hoch oder keine Ahnung, machen irgendwas, was so ein bisschen amüsant ist. Also so versucht man sozusagen zu vertuschen, dass ja gerade der Leser belehrt wird, was man ja eigentlich immer versucht zu verhindern. Und der zweite Weg, Hintergrundwissen mitzuteilen, auf so ein bisschen unterhaltsame Weise, ist durch einen Streit. Das heißt, es geht ja sowieso immer darum, maximale Spannung aufzubauen. Und im Dialog kann man dann durch diesen Streit, den die zwei Personen haben, und dann sagen, ja, aber damals hast du immer das gemacht und so weiter, kann man also so Informationen aus der Vergangenheit zum Beispiel reinbringen in die Szene. Und ja, hat also einfach so eine gewisse Grundspannung, die man hält. Zweiter Punkt. Dialog sollte sich natürlich anhören, aber das heißt insbesondere, dass Dialog keine phonetische Umsetzung ist von dem echt geschriebenen Wort. Man kennt das so aus Romanen 19. bis 18. Jahrhundert, wenn man ältere Romane mal gelesen hat, da gibt es das mehr, dass Dialog, das ist fast ein bisschen was Altertümliches, dass Dialog da so ganz wörtlich wiedergegeben wird, das heißt mit allen Akzenten und sprachlichen Eigenheiten. Man darf aber nicht vergessen, dass das sehr viel Aufmerksamkeit bekommt. Also wenn man einen bayerischen Dialekt zum Beispiel so richtig phonetisch geradezu mit allen Eigenheiten niederschreibt, ist das A für einen Nicht-Bayer sehr schwer zu verstehen und lenkt auch fast vom Inhalt ab. Also es bekommt unheimlich viel Beachtung. Was man normalerweise macht, so in unserem modernen Dialog, ist, dass man diesen Akzent nur andeutet. Und dann hat man also ein paar Ausdrücke, die man so sparsam verwendet und verlässt sich darauf, dass der Leser dann verstanden hat, so in seinem Kopf, aha, der redet Slang, der redet also Mundart und stellt sich den Rest so vor. Das funktioniert auch und ist auch wirklich, also wenn ihr jetzt da mal drauf achtet, das ist eigentlich sehr typisch und wird immer wieder so gemacht. Um natürlich zu klingen, ein Fehler, den man da häufig macht, ist, dass man zu häufig Namen verwendet. Also, dass man die anderen, jeder spricht den anderen mit Bertram. Möchtest du ein Glas Wasser haben? Ja, Karl-Heinz, ich möchte gerne ein Glas Wasser. So redet natürlich kein Mensch, also diese Namen sagen. Und das passiert, weil man eigentlich durch diese Anrede so klar machen will, wer gerade spricht. Das sollte man dann aber lieber machen, indem man sagt, sagte Bertram, sagte Karl-Heinz. Also, dass man dann eine Natürlichkeit beibehält. Noch ein letzter Punkt zu diesem natürlichen Sprache ist, dass man, wenn man sowas wie Jugendsprache benutzt, also das ist ja auch eine Art von Dialekt, dass man da, denke ich, besser fährt,
wenn man den zurückschraubt, wenn man vielleicht ein paar Ausdrücke benutzt, aber auch hier, weil Jugendsprache ändert sich auch wahnsinnig schnell. Und ich weiß zum Beispiel noch früher, wenn man Bücher gelesen hat, die betont jugendlich geschrieben sein wollten, dass man das schnell als anbiedernd empfand, wenn diese Sprache eben nicht genau getroffen war. Und meistens war die Sprache nicht genau getroffen. Mal meine Kann Brille. sehen. Warte mal, das war eigentlich der dritte Punkt, den ich sagen wollte, also bei Jugendsprache und Slang, dass man hier das nur andeutet. Ich würde auch sagen, Schimpfworte kann man auch sparsam gebrauchen. Manchmal, wenn die sehr stark eingesetzt, ich finde das teilweise auch ablenken. Also wenn man das bewusst macht, um ein Statement zu machen, okay. Aber ich finde, macht den Text dann für mich nicht realistischer, sondern lenkt dann auch fast ab vom Inhalt, der da transportiert wird. Vierter Punkt, man sollte sich klar sein, dass diese Begriffe, sagte er, fragte er, diese Zuweisung, oh Gott, da gibt es einen bestimmten Namen für, wie heißt der nochmal? Und die vom Leser nicht wahrgenommen werden. Das heißt, hier kann man eben sagen, sagte er, fragte er, ganz neutral. Und das macht man eigentlich nur, um dem Leser eine Orientierung zu geben. Wenn man ausdrucksstärkere Verben verwendet, wie flüsterte er, fauchte er, keifte er und so weiter, das kann man natürlich tun. Man muss sich bewusst sein, dass das sofort sehr akzentuiert wird, also dass der Leser das sehr stark wahrnimmt. Und schreien und schimpfen und keifen kann man auch mit Worten. Das ist eigentlich sehr schnell klar. Und wenn man das dazu noch schreibt, ist das sehr stark betont. Also man ist dann schnell in einem Tell- und Nicht-Showing-Moment, während der Text selber das ja schon zeigt. Das gilt für mich übrigens verstärkt noch, wenn man Adverbien benutzt. Adverbien, also wenn man sagt, flüsterte er inbrünstig oder raunte er keuchend. Was für eine Stelle mag das sein? Das hat unheimlich viel Betonung. Und ich weiß noch, als ich meinen allerersten Dialog geschrieben habe, oder ja, schon lange her, ich weiß noch, wie ich den danach angeguckt habe und gedacht habe, warum klingt der irgendwie nach Groschenroman, obwohl ich gerade ja eine ganz andere Tonalität dem Text geben wollte, eher so eine literarische Tonalität, sage ich jetzt mal. Tonalität ist auch so ein vornehmes Wort. Fünftens, eine andere Möglichkeit ist es ja, einen Text zuzuordnen, wenn man nicht fragt und sagte benutzt, sondern kleine Sätze dazwischen streut, die so eine Handlung beschreiben. Also zum Beispiel, er sagt etwas, er nahm seinen Tee vom Tisch. Und dann nahm er sich ein bisschen Spaghetti, er machte dies, er machte das. Also damit, finde ich, baut man dann schon mehr Bilder ein in einen Dialog, finde ich teilweise sehr schön. Eine Sache sollte man aber bedenken. Und zwar diese Art von Unterbrechung und wenn man dann die Aufmerksamkeit auf die Aktion lenkt, holt den Leser so von dem Modus, dass man diesen Dialog konzentriert zuhört, in diesen Modus, dass man selber Bilder baut, visuell. Und manchmal ist das ganz schön anstrengend und ablenkend. Das heißt, es lenkt einen ja immer wieder, zieht einen immer aus der Unterhaltung raus und bringt einen in diese Bilder rein. Das hat, ich glaube, James Scott Bell mal gesagt. Das ist mir so aufgefallen. Da habe ich gesagt, das stimmt, das ist absolut wahr. Und so denke ich, da muss man auch aufpassen, wie weit will man den Leser aus dieser Konversation rausholen und sich zuwenden lassen dieser Aktion. Ich denke, man hat immer natürlich einen Grund dafür, wenn etwas in der Szene passiert, was ebenfalls eine Bedeutungsebene hat oder die Handlung nach vorne bringt. Dann denke ich, kann man es am ehesten rechtfertigen, aber man muss sich das schon überlegen, ob man jetzt nur dann so, der eine nimmt die Nudeln, der andere reicht die Butter zurück und so, das sind dann so belanglose Dinge, ob man die nicht dann auch weglassen kann. Sechster Punkt ist Subtext. Das heißt, wenn die Personen sich unterhalten, unterhalten sie sich ja auf einer Ebene, wo sie das sagen, was sie sagen. Und dann auf einer anderen Ebene, wo sie noch etwas ganz anderes meinen. Das heißt, man kann sich an der Oberfläche über Spinat unterhalten und über die unterschiedlichen Arten von Spinat und sich darüber streiten. Aber eigentlich ist man sauer über
die landwirtschaftliche Entscheidung, die gerade der Vater getroffen hat. Und man bringt damit etwas ganz anderes rüber oder man formuliert einzelne Sätze so, dass sie in dem Kontext Spinat funktionieren, aber auch in dem Kontext der größeren Entscheidungen, die gerade auf diesem Bauernhof getroffen wurden. Wir kennen das ja selber alle, wenn wir uns streiten und dann teilweise wirklich über ein ganz anderes Thema reden oder dann backen wir und dann sind wir sauer, weil der andere das Rezept abändert und sagen, immer musst du alles so machen, wie du willst. Können wir nicht mal uns an dieses Rezept halten? Und die eigentliche Diskussion ist aber vielleicht an andere Regeln, an die der andere sich nicht hält oder ähnliches. Also auf die Weise kann man Dialog unheimlich aufladen. Und damit komme ich auch zum siebten und entscheidenden Punkt. Einmal ist Dialog wirklich etwas Fantastisches. Man kann ewig drüber nachdenken. Verlage, Agenten, alle lieben Dialog. Und ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat. Ich habe mal einen Agenten gehört, der sagte, er liest kein Manuskript, wenn er dann schon die ersten 5 Seiten anfängt zu lesen und da ist kein bisschen Dialog, dann liegt ja das Manuskript schon mal wieder weg. Und man hat die Chance, im Dialog wirklich zu glänzen, weil man sich hier diesen geistreichen, lustigen, tiefen Unterhaltungen, man hat ewig Zeit, spontan zu sein im Dialog. Und das ist so ein ganz großer Vorteil. Und man kann auch mit unterhaltsamem Dialog, kann man unheimlich viel ausgleichen. Also auch wenn der Plot vielleicht gerade, die Handlung geht eher langsam voran, aber der Dialog ist unterhaltsam und witzig, da verzeiht einem der Leser ganz viel anderes, weil er ja durch das Gespräch per se schon unterhalten ist. Also ich denke, Dialog ist was, wo man wirklich Punkte sammeln kann. Also um den Dialog zu verbessern, würde ich genau zuhören, wenn andere sprechen. Und dann, was ich wirklich spannend finde, ist Drehbücher zu lesen. Erfolgreiche Drehbücher von erfolgreichen Drehbuchautoren, die gibt's ja auch kostenlos im Internet. Gibt's sehr viele Stellen. Wenn man sagt, man möchte keine Drehbücher lesen, dann achtet man, wenn man jetzt demnächst etwas liest oder vielleicht im Fernsehen etwas sieht oder einen Film sieht, achtet mal darauf, was findet man unterhaltsam an Dialog. Ich mag so kurze, snappy Dialoge, geistreich, witzig, doppeldeutig, humorvoll. Es liebe ich. Und das gucke ich mir dann auch gerne an. Und ich bin immer dankbar über coolen Dialog, weil es macht mir einfach Spaß. Das waren meine Tipps zum Dialog. Ich hoffe, ihr schreibt weiter. Ich hoffe, ihr seid nicht ganz so weit zurückgefallen wie ich. Ich hoffe, die Videos machen euch Spaß. Und es kommt ja nächste Woche, die letzte Woche, Nanovrimo. Okay, also, tschüss.